Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, der Antrag der Linken sieht einen riesigen Problemberg, so ist es dort auch benannt, in der Filmförderung. Ich sehe den nicht. Vor allen Dingen auch deshalb, weil das, was wir im Jahr 2015 gesehen haben in den Kinos mit dem deutschen Film, ja irgendwie so gar nicht dafür spricht, dass wir einen riesigen Problemberg haben. Ich will mal einige Zahlen nennen zu Beginn. Mit 27,5% haben wir den höchsten Marktanteil des deutschen Films seit Erfassung der Besucherzahlen im Jahr 2015 gehabt. 37,1 Millionen Besucher für deutsche Filme. Knapp 1,2 Milliarden Umsatz für Kinos und das ist besonders bemerkenswert, das freut mich besonders, das Leinwandsterben scheint gestoppt. Wir haben ein Plus von 55 Kinosälen im Jahr 2015. Ich finde nicht, dass so ein riesiger Problemberg aussieht. Ich finde vielmehr, dass die Verfassung, in der sich der deutsche Film befindet, eine gute Basis ist, auf der wir mit der turnusgemäßen Novelle des Filmförderungsgesetzes, die jetzt ansteht, aufsatteln können. Insbesondere die Umwälzungen der Digitalisierung und des Internets fordern auch den Film und das Kino seit vielen Jahren heraus. Und der Regierungsentwurf geht diese Aufgabe deshalb auch an. Ich für meine Fraktion sehe die Hauptaufgabe darin, in der Novelle zunächst einmal das hohe Abgabenniveau zu sichern. Wir brauchen weiterhin 50 Millionen plus X in der Filmförderung. In diesem Teil der Filmförderung, es gibt ja nicht nur die Förderung, die sich durch das Filmfördergesetz ergibt. Und wir müssen es schaffen, dass wir diese 50 Millionen plus X auch mindestens für die 5 Jahre gewährleisten können, für die wir wieder das neue Filmfördergesetz planen. Ich finde es sehr gut, dass sowohl die Videowirtschaft als auch der private Rundfunk weiteres Entgegenkommen an der Stelle signalisiert haben als große Einzahlergruppen. Ich finde es auch sehr gut, dass es gelungen ist, liebe Frau Staatsministerin, liebe Monika Grütters, dass BKM zu einer Vereinbarung mit dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk gekommen ist, die ihren Zweck erfüllt, nämlich die Erhöhung des Abgabesatzes auf 3% und zusätzliche Leistungen auf freiwilliger Basis. Wichtig ist, dass wir die werbefinanzierten Video-on-Demand-Anbieter als neue Einzahlergruppe einbeziehen. Ich bin zuversichtlich, dass wir das gerichtsfest hinbekommen. Und wir müssen natürlich auch an der Abgabepflicht der ausländischen VOD-Anbieter festhalten. Das haben wir bereits vor 3 Jahren in der kleinen Novelle des Filmfördergesetzes angelegt, gesetzlich. Und ich bin mindestens mal ziemlich traurig, dass das nun seit 3 Jahren bei der EU-Kommission liegt und wir es noch immer nicht geschafft haben, an dieser Stelle eine Notifizierung hinzubekommen. Oder anders formuliert, dass die Kommission es nicht geschafft hat, unser deutsches Gesetz an dieser Stelle zu notifizieren. Wir brauchen diese Einnahmen, denn diese Anbieter profitieren von dem Content-Film und deswegen müssen sie auch zu den Einzahlungen gehören künftig. Ich für meinen Teil tue mir schwer, beim Film das Kulturgut und das Wirtschaftsgut so zu trennen, wie meine Wahrnehmung ist, wie das bei Ihnen der Fall ist. Ich will auch nicht eins von beiden mehr betonen als das andere. Für mich ist der Film mindestens genauso sehr Kulturgut, wie er Wirtschaftsgut ist, und er ist mindestens genauso sehr Wirtschaftsgut, wie er Kulturgut ist. Vielleicht haben wir uns ja noch missverstanden an der Stelle. Und es gibt im Übrigen auch viele künstlerisch wertvolle Filme, die sich an der Kinokasse ziemlich gut behauptet haben. Wir erinnern uns beispielsweise an solche Filme wie Das Weiße Band, Victoria oder Oh Boy. Das waren Filme, denen wohl niemand die künstlerische Klasse absprechen will und die gleichwohl es geschafft haben, Kassenschlager zu sein. Und ich finde, dass natürlich auch Blockbuster gefördert werden sollen und dürfen. Wenn Blockbuster gewinnträchtig sind, profitieren alle. Produzenten, Verleiher, vor allen Dingen die Kinos, da sind wir uns völlig einig, dass das wichtige Stätten von Kultur sind. Die Kreativen und die Videobranche, es geht um viele Arbeitsplätze und die großen Filme bringen natürlich auch in diese Situation hinein eine ganze Menge ein. Nun ist natürlich bei dem Thema künstlerische Qualität von Filmen in der Breite ebenso wie beim Thema Marktanteil noch nicht alles eitel Sonnenschein. Wir haben die 30% Marktanteil vor der Brust, wir sind jetzt relativ dicht dran, aber wir wollen die 30% jedenfalls erreichen und dafür wollen wir noch das eine oder andere ändern. Ich komme zu dem, was unsere
Staatsministerin an Hebeln aufgezeigt hat mit dem Entwurf. Die Verstärkung und Zweistufigkeit der Drehbuchförderung, glaube ich, geht genauso in die richtige Richtung, wie ich auch glaube, dass es richtig ist, die Mindestfördersummen zu erhöhen. Denn wir haben derzeit eine Vielzahl von, ich will mal sagen, Mini-Förderungen, die mit der Gießkanne ausgeschüttet werden, wo natürlich jeder, der in den Genuss einer solchen Mini-Förderung kommt, sagt, das ist eine schöne Sache, das ist ein Baustein, dass ich diesen Beitrag machen kann. Aber auf der anderen Seite führt das natürlich zum einen immer wieder zu der Diskussion, unter anderem das zu der Diskussion, dass wir viele, viele Filme haben, die auch nur ein sehr kleines Publikum erreichen. Und zum anderen, diese Mini-Gießkannen-Förderungen sind natürlich in der Summe dann auch eine ganze Menge Geld. Und wenn wir dort zu einer gewissen Konzentration kommen, dann ist für die anderen einfach schlicht im Einzelfall ein bisschen mehr da. Ich finde auch die Vorschläge der Staatsministerin zum Thema Rückzahlquote der Förderung und zur Verkleinerung der Fördergremien richtig. Wenn wir bei den Gremien sind und bei dem Thema, ich will mal sagen, Männerüberlast, auch da gibt es ja Vorschläge der BKM, völlig klar ist, wir müssen an der Stelle mehr tun, etwas tun. Wir müssen bei den Jurys was tun, wir müssen bei den Gremien, beispielsweise der Filmförderanstalt, etwas tun. Wovon ich überhaupt nicht überzeugt bin, ist, dass die Förderentscheidungen, die Vergabeentscheidungen, die von diesen dann in Bälde, so hoffe ich, entsprechend angepassten Jurys getroffen werden, dass dort Quotierungen danach stattfinden, ob beispielsweise ein Regisseur oder eine Regisseurin diesen Film macht, ob ein Produzent oder eine Produzentin diesen Film macht. Ich glaube, wir brauchen Jurys, in denen sichergestellt ist, dass Frauen mitentscheiden. Aber ich kann mir schwer vorstellen, dass wir im Regelfall danach, ob da nun Männer und oder Frauen in dieser oder jener Position im Film beteiligt sind, unsere Vergabeentscheidungen ausrichten. Da sollten wir noch mal drüber reden. Jedenfalls für den erstgenannten Teil, nämlich für die Jurys und Gremien, kann ich für meine Fraktion sagen, da sind wir absolut willens, etwas zu tun. So wie wir es beispielsweise, um einfach noch ein paar Punkte zu nennen, die ja auch in Ihrem Antrag angesprochen sind, mit eigenen Anträgen und auch teilweise in der letzten Gesetzesnovelle schon beim Thema Kinderfilm beispielsweise, beim Thema Barrierefreiheit ja schon eine ganze Menge getan haben. Stichwort getan haben. Noch begonnen unter Bernd Neumann als Kulturstaatsminister, fortgeführt unter Monika Grütters, haben wir beispielsweise als Deutscher Bundestag, als Haushaltsgesetzgeber angelegt, das Förderprogramm zur Kinodigitalisierung. Ich glaube, das war ein ganz, ganz wichtiger Baustein in dem Bereich, den Sie auch mit Ihrem Antrag ansprechen, nämlich das Thema, wie sorgen wir dafür, dass Kinos in der Fläche erhalten bleiben. Ich glaube, uns ist allen klar, wenn es dieses Kinodigitalisierungsprogramm nicht gegeben hätte, dann wären die Zahlen, die ich vorhin genannt hätte, nicht so, wie sie sind, weil es dann eine ganze Menge von Leinwänden, von Kinos im ländlichen Bereich nicht mehr gegeben hätte. Ich finde deswegen auch völlig richtig, als Auflage für die Verleihförderung, eben von geförderten Filmen natürlich nur, für die Verleiher die Auflage, dass Kinos im ländlichen Raum angemessen mit Kopien versorgt werden müssen. Das Thema, wie schaffen wir es, Kinos darüber hinaus in der Fläche zu halten, finde ich, kann man natürlich nur nicht so anordnen, dass man sagt, in diesem oder jenem Bereich muss es eben eins geben. Wie soll das praktisch funktionieren? Es gibt beispielsweise kommunale Kinos, die ein Stück weit das auffangen. Ja, gut, dass es die gibt. Das ist kommunale Selbstverwaltung im besten Sinne, aber nicht Aufgabe des Bundesgesetzgebers, dafür Regelungen zu treffen. Ich finde, um noch ein paar Stichpunkte zu nennen, wir sollten uns noch mal sehr genau das angucken, was die Produzenten vorgeschlagen haben unter dem Stichwort Produzentenkorridor. Da glaube ich, kann und sollte man drüber sprechen. Wir werden natürlich auch an der Baustelle soziale Lage der Filmschaffenden dranbleiben müssen. Nur glaube ich, dass dafür das Filmfördergesetz nicht der richtige Ort ist. Filmpolitik erschöpft sich ja nicht nur in der Novelle des Filmfördergesetzes, sondern beispielsweise auch in einem Instrument, was jetzt durch wiederum unsere Entscheidung als Haushaltsgesetzgeber wesentlich größer geworden ist, nämlich die kulturelle Filmförderung, die jetzt um 15 Millionen erhöht worden ist und damit mehr als verdoppelt ist. Das ist das große Instrument, in dem insbesondere die kulturell besonders wertvollen Filme sich abspielen in der Förderung. Wir haben daneben die Förderung des BMWI, German Motion Picture Fund, ich sage mal so als kleine Schwester des DFFF oder kleiner Bruder des DFFF.
2016 ist die Filmpolitik, sind die Förderinstrumente mächtig im Fluss. Und ich freue mich, dass wir miteinander daran mitgestalten können. Ich freue mich auf die Diskussionen rund um die Novelle. Dafür hätten wir jetzt nicht unbedingt diese Debatte heute gebraucht. Aber schaden tut es auch nicht, wenn wir sie führen. Vielen Dank. Als nächstes hat Tabea Rösner, Bündnis 90 Die Grünen, das Wort.